Hi Leute, willkommen zurück bei Dirt Rally zur 85. Folge. Schönes Wochenende euch und ja, wir sind bei einer sehr zermürbenden Rally Finnland. Letzten drei Etappen stehen heute noch aus. Zum Glück drei kurze Etappen, trotzdem nochmal eine Nachtetappe heute. Die haben uns ja bisher schon echt richtig saftige Probleme bereitet hier, ne? Hatten wir ganz schön viele von, gerade am Anfang hier. Auch eine richtig lange mit 50 Kilometern, wo wir uns zwei Reifenschäden auf einer Etappe dann direkt am Anfang dazugezogen haben und solche ganzen Geschichten. Also es war schon echt übel, vor allem in der zweiten Folge hier von dieser vierteiligen Serie von der Rallye Finnland. Ja, gut. Kloppen wir das Ding mal durch heute, würde ich mal sagen. Also, gesamtwertungstechnisch müssen wir mal schauen, ob da eventuell noch was geht in Richtung Top 3. Eher unwahrscheinlich. Aber wir müssen zumindest, das ist das Ziel heute auf jeden Fall, den vierten Platz retten. Naja, gucken wir mal. Escort macht ganz schön Stress. Ich habe nochmal den Tipp bekommen. Es ist übrigens das erste Mal, dass ich in einer kompletten Rallye-Aufnahme eine Pause drin hatte. Jetzt für die vierte Folge war ein Tag dazwischen. Oder zwei sogar. Ich musste da einfach mal so ein bisschen durchatmen. Einfach mal ein bisschen wieder bessere Laune bekommen. Das zermürbt einen ja doch schon so ein bisschen. Ja, bisschen frische Kraft getankt. Vielleicht tut uns ja das Ganze nochmal ganz gut hier. Und durch die Müdigkeits- und Auflösungserscheinungen, die wir da sonst haben. Mal sehen. Ja, ich weiß nur, dass der Escort, guck mal hier, du, gleich am Anfang hier richtig was rausgeholt. Ich weiß, dass der Escort ganz schön Auflösungserscheinungen hat. Die Karosserie ist sehr kaputt. Wir haben teilweise hier nur 80% verfügbar an den Teilen. Die sind ziemlich kaputt. Und ich glaube, wir sind auch bei den Dämpfern ein bisschen zu weich gegangen. Zumindest der Lane hat den Tipp nochmal gegeben in den Kommentaren, dass man die Dämpfer dann vielleicht ein bisschen zu weich eingestellt hat, dass man die Federn zwar schön weich machen sollte, aber die Dämpfer eben nicht. Naja, gucken wir mal, vielleicht können wir es ja nochmal gleich im Service umstellen. Nach dieser Etappe hier, oh hier sind Steine. Nach dieser Etappe haben wir ja nochmal einen Service. Ja, Kühler auch schon wieder. Gut. Achtung, zu weit rechts, zu weit links meine ich. Gerade nochmal irgendwie abgelaufen, wenn wir da doch in so einen Laternenmast reingefahren wären, hätte das schon wieder böse geendet. Boah, das ist aber auch ganz, ganz gemeine Felsen. So, mal wieder ein bisschen auf die Pace uns konzentrieren, vor allem auf die Macht zu Kommentare ganz doll achten. Oh, ist der wackelig geworden. Ich bin gerade kurz zur Einstimmung nochmal den heilen Sirien-Escort gefahren. Oh, das war wesentlich einfacher, das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Der macht hier irgendwelche Zicken durch diese Schäden einfach. Das haben wir schon festgestellt, ne? So, vorsichtig, vorsichtig. Nicht alles zerkloppen hier, nicht auf Teufel komm raus. Jeden Sprung voll mitnehmen. Ist, glaube ich, auch ein Fehler, den wir hier mit dem Escort gemacht haben. Der ist nicht ganz so robust. Vor allem, wenn man am Anfang schon sich ein paar Sachen aufgerissen hat. Dirt Rally nimmt einem das alles übel. Es nimmt das alles mit. Auf lange Sicht in so einer Rallye, wenn du nicht alles immer reparierst, dann entstehen da immer mehr Schäden, immer mehr. Es summiert sich einfach auf. Deswegen muss man einfach, wenn man merkt, okay, ich krieg den Wagen nicht mehr komplett repariert, dann muss man einfach einen Gang runterschalten. Das ist einfach so, aber wir haben trotzdem hier eine extrem saubere Stage abgeliefert. Gerade mal 3 Sekunden verloren, dafür, dass uns das halbe Auto schon unterm Arsch weggeflogen ist. Ist das wirklich okay. So, wie sieht's denn aus jetzt? Ja, mit dem hier haben wir auch noch zu knabbern, ne? Ach nee, doch nicht. Warte mal. Ist da jetzt jemand ausgefallen oder was? Wieso bin ich jetzt einen Platz vorgerückt? Wer ist denn jetzt Koppel, ne? Warte mal, wo ist denn Koppel? Koppel nicht. Nguyen, ne? Nee, auch nicht. Doch, Nguyen ist zurückgefallen. Der ist 4 Plätze zurückgefallen. Der war... Ah, ich weiß gar nicht mehr, wie jetzt die Gesamtwertung war am Ende.
Naja, aber Nguyen ist auf jeden Fall weggefallen. Er hat Zeit verloren. Aber okay, ja. Dadurch jetzt den vierten Platz auf jeden Fall sicher. Ich wusste gar nicht, dass wir doch schon den fünften Platz gekämpft haben. Aber ist ja auch schon mal gut. Also, zwei Etappen haben wir noch. Der grüne Pfeil zeigt auf jeden Fall nach oben. Wir können jetzt nochmal ein bisschen reparieren. Wir haben eben zwar die Steine getroffen. Ah, naja. Ja, habt ihr das mitbekommen? Rallye Deutschland gibt es ja eine Diskussion gerade zwischen der Stadt Trier und dem ADAC, dass wohl sich ab 2017 dort einiges ändern wird. Es geht eigentlich in die Richtung wahrscheinlich, dass die Rallye Deutschland im Saarland stattfinden wird und nicht mehr im Raum Trier. Ja, Weinberg-Stages und so, die gibt es dann trotzdem noch. Auch die Panzerplatte wird es weiterhin geben natürlich, weil die können nicht alles da im Saarland abspulen, aber die verlegt sich so ein bisschen wahrscheinlich aus dem Trierer Zentrum heraus, auch im Servicepark und so. Ja, sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Ich fand das in Trier eigentlich immer ganz schick vor der Porta Nigra und so, aber naja. Ja, wir sehen schon, ne, das Auto ist echt ultra in Mitleidenschaft gezogen, Turbo, kannst du völlig knicken. Der ist wahrscheinlich auch heiß ohne Ende, das Ding hier. Na gut, lass uns mal schauen. Dämpfer. Ja, die Dämpfer. Oh, das ist gar nicht mehr so weich, wie ich es eingestellt hatte ursprünglich. Wir lassen die Dämpfer mal ein bisschen fester, machen einfach die Radaufhängung selber ein bisschen weicher. Mal sehen, wie es damit läuft. Na gut. Auto ist fernab von Gut und Böse. Zumindest ist es jetzt wieder hell. Ich konzentriere mich auf die Stage. 1. Vorsicht, Kurve 100 über Kreuzung. Links 6 über Welle. Verläuft bis 100 übers Bruch. 100, rechts 4, lange Kuppe. 40, Kuppe, Sprung. 200, bitte ich halten. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. 600, links 2. Mit den härteren Dämpfern, das ist ganz schön hoppelig, gerade mal. 100. Wo waren jetzt die links 2? Ach, hier ist sie. Oh, warum kommt die denn so spät? Oh Gott. Ich dachte mir so, links 2, links 2, links 2, links 2. Wo kommt sie denn? Und dann kam sie doch noch. Rechts 5, mach zu bis 4, lang und mach auf, über Kuppe. Links 6, durch Senke. Kuppe, Sprung 100. Achtung, lange Kuppe, Sprung sofort links 4, halb lang. Kuppe, Sprung. Ein bisschen cooler. Aber, oh, das ist gemein hier, das ist richtig gemein. Kommt doch mal, der Stage-Neustart. Das ist, ja. Man muss einfach auf diese Macht zu und so Dinger achten, das ist einfach fies. 3, 2, 1. Vorsicht, Kuppe 100 über Kreuzung. So, ich lausche ganz links 6 über Welle. Gebannt den Verläuft bis 100 übers Bruch. Dem Gebetbuch. 100, rechts 4, lange Kuppe. 40, Kuppe, Sprung. 200, bitte ich halten, über Kuppe. Links 6, 100, links 2. Runter. Kuppe, Sprung 80. Kleine Kuppe, 120. Ja, so geht's auch. Kuppe. Rechts 5, mach zu bis 4, lang und mach auf, über Kuppe. Links 6, durch Senke. Kuppe, Sprung 100. Achtung, lange Kuppe, Sprung sofort links 4, halb lang. Kuppe, ja, sofort Sprung. Links 4, halb lang. Kuppe 100. Links 5, das bereitet ihn aber nicht so richtig auf diese. Oh, auf diese extrem. Auf dieses Nadelöhr davor. Selbst jetzt noch, obwohl ich es weiß, jump ich da einmal in die Böschung rein, weil da auch ja, die Strecke so ein bisschen halt rechts zumacht auf einmal. Und der fährt sich echt einfach nur noch zum Kotzen. Was soll ich bloß machen, Leute? Was soll ich bloß machen? Jetzt haben wir auch schon wieder einen Reifenschaden. Eieieiei. Also, die Tendenz setzt sich einfach auch nochmal fort hier, auch wenn ich jetzt zwischendurch mal eine kleine Zwischenpause gemacht habe. Vorsicht, Kuppe 100 über Kreuzung. Ja, also ich muss einfach meine Fahrweise ein bisschen mehr an das kaputte Auto anpassen, glaube ich. Das ist ein ganz großes Problem, was wir bisher so nicht hatten. Das habe ich bei Dirt Rally so noch nicht gehabt und so noch nicht gelernt, dieses kaputte Auto zu bewegen, das einfach ganz anders reagiert als ein heiles Auto. Wir haben hier von der Radaufhängung einfach ziemlich große Schäden. Das Auto lenkt halt nicht mehr so gut. Es wird immer extrem weit rausgetragen, gerade wenn es halt vorher über kleine Kuppen und so geht. Rechts 5, mach zu bis 4, lang und mach auf, über
Also ich kann mich erinnern, mit dem Lancia hatten wir ja soweit auch eigentlich eine ganz angenehme Rallye für den Land, ne? Achtung, lange Kuppe, Sprung sofort links 4, halb lang. Kuppe, Sprung. Kuppe 100, links 5, ja, das ist schon Kuppe, wieder Vorsicht, rechts 2. Er greift halt nicht so richtig in Schotter rein, wenn man da aufkommt. Links 6, durch Senke. Rechts 6. Hier auch wieder das Gleiche. Das sind halt die Situationen. 80 über Kreuzung. Aua. Jetzt lasse ich das einfach mal so stehen. Wo man dann einfach nichts mehr machen kann. Links 6 über Kuppe, mach zu bis 3. Halt jetzt haben wir einfach Schwein, dass da kein Platten ist. Und es war wieder die gleiche 60, Kurve. Rechts 5, halt lang. Links 5, lang über Kuppe 16. Rechts 3, lang über Welt. Ich hab neulich. Oh Gott. 40, jetzt haben wir schon wieder den Plattfuß hinten. Ja, das klettert auch schon wieder. Wir hatten auch noch nie so viele Plattfüße in einer Rallye. Es ist einfach der Wurm drin, von vorne bis hinten hier in Finnland. Mit dem Escort. Oh Gott, jetzt muss ich hier noch eine halbe Stage überstehen mit einem Plattfuß hinten wieder. Hinten links, glaube ich. Nämlich hat jemand angeschrieben die Tage bei Facebook oder so und meinte... Oh, ah. Mann, 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 Mann. Oh. Der hat gefragt, ob Dirt Rally ein Arcade-Spiel ist. Ich glaube, ich muss mir einfach nur diese Folge nochmal schicken. Und dann kann er sich da selber ein Bild machen. Alter, Folge 85, ne? Wir haben ja echt schon alles erlebt jetzt bei Dirt Rally, aber das ist nochmal echt eine ganz, ganz fiese Rallye gewesen. Rally ist ein Arcade-Spiel, echt. Ich glaube, es hackt. Nee. Wenn man natürlich die Dirt-Marke kennt und natürlich dann an Dirt 2, Dirt 3 und Co. immer denkt, dann was soll ich machen? Ich muss das Ding hier im vierten Gang fahren wahrscheinlich und einfach geschmeidig bleiben. Und ja, man kann zwischendurch stehen bleiben und den Schaden reparieren. Haben wir gerade gesehen, es kostet allerdings 1,30. Und das... Ich bin gerade dabei, den vierten Platz noch irgendwie zu retten. Da vorne angreifen, da machen wir uns nichts vor, das ist vorbei. Deswegen einfach versuchen wir jetzt hier möglichst wenig Zeitverlust noch die Etappe zu beenden. Ja, wenn man halt nur die Dirt-Reihe so kennt, dann denkt man sich da nichts Böses und denkt so, auch Dirt Rally, sieht halt so die Bilder, die Engine sind ja auch immer noch so ein bisschen, man sieht noch, dass es die Engine noch ist von Dirt 3 und so. Kann man natürlich dann drüber nachdenken, ne? Das ist auch vielleicht eher ein arcadiges Spiel, aber nein, Dirt Rally ist knallhart. Ich bin mal gespannt, wie es dann auf den Konsolen umgesetzt ist. Ja, wir werden auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall nochmal knapp werden. Schön sieht's ja aus hier, ne? So ist es nicht. Ja, auch das, wie ich im Dirt Rally im Vergleich zu Richard Burns Rally sehe. Also erstmal ist halt einfach Dirt Rally das wesentlich modernere Produkt so an sich von der Lenkradunterstützung, von der Zugänglichkeit her, von den Menüs her und so. Es ist einfach wesentlich komfortabler, wesentlich zugänglicher als ein Richard Burns Rally. Vor allem Richard Burns Rally, bis du dann die ganzen RSRBR-Pakete und so installiert hast, da vergeht ja auch erstmal wieder eine Stunde. Die ganzen Packages runtergeladen hast, die Strecken, die, oh Gott, guck dir den, oh, vorne ist auch kaputt. Wir haben vorne rechts und hinten links einen Platten, oder besser gesagt, einen Platten ist noch nett gesagt. Kompletten Reifen verloren. Das Auto sieht zu. Die können komplett neuen Escort bauen, wenn wir hier durch sind. Und wir spulen mal kurz ein bisschen vor. Wir haben jetzt noch mal ein paar Mal überschlagen hier, gleich am Anfang, glaube ich. Ja. Ja, ganz am Anfang nicht, aber... Also da muss unser Team eine ganze Menge an Ersatzteilen bestellen, wenn wir hier fertig sind. Ja, hier, da Busch. Einmal in den Busch rein. Oh, guck mal, wie physikgetreu auch der... Ich spule nochmal zurück. Wie auch physikgetreu da der Baum zerlegt wird. Guck mal, hier wieder den Busch plattwalzen. Das ist ja mega geil. Cool. So, jetzt haben wir den nochmal endgültig... Also Schadensmodell, es ist ein Schadensmodelltest gewesen hier, es war alles nur getrollt. Ich bin gar nicht hier Rallye Finnland gefahren, sondern ich habe einfach bei euch heute einen Schadensmodell-Check gemacht. Die richtige Rallye Finnland kommt dann erst noch. Leider nicht, na gut, aber so, da ist dann letztendlich hier auch alles zerlegt gewesen.
da hat sich zumindest hinten links der Plattfuß gebildet. Den habe ich auch noch mitbekommen. Dann haben wir später anscheinend auch noch vorne rechts einen Plattfuß kassiert. Ich habe das Gefühl, je schlechter der Fahrzeugzustand ist, umso schneller ist das Auto auch für solche Sachen anfällig. Also gerade auch punkto Karosserie und so, ne? Und der Fahrschutz und so einen ganzen Kram. Das sind ja auch alles Komponenten, die dann kaputt sind. So, wann platzt jetzt noch der vorne rechts? Das habe ich nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Achtung, mittig halten, über großen Sprung. Jetzt wird das immer schlingert rechts, hier. Sechs, Kuppe. 40, links, 4, da ist er auch noch heil. Scheint erst relativ spät, hier vielleicht, ne? Passiert zu sein. Selbst da ist vorne noch Gummi drauf. Ah, da passiert's. Da sieht man schon, da fahre ich nur noch auf der Felge. Wie es sich da rumquält. Wie zerbeult das Auto einfach ist. Es ist einfach komplett eingematscht, eingedrückt. Rechts, sechs. Vorsicht, mittig über Kuppe Sprung. Als wenn wir hier Wreckfest gefahren sind. Das Auto tut mir einfach nur noch leid. Das ist einfach nur noch ein Schrotthaufen. Es ist ein Wunder, dass es noch fährt. Also, was bedeutet das für die Gesamtwertung? Ja, wir bleiben auf jeden Fall auf diesem vierten Platz. Das ist natürlich... Es ist schon beeindruckend, dass wir mit so einer Leistung einfach mal noch Vierter sind. Da hat sich echt schon die Spreu vom Weizen getrennt am Ende hier gefunden. Vor allem in Finnland riesengroße Abstände dann nach hinten raus zwischen den einzelnen Fahrern. Also wirklich noch Glück im Unglück, muss man sagen. Also, Pascoe, die letzte Etappe. Mal sehen, wie wir da jetzt mit diesem Schrotthaufen, diesem Trümmerhaufen, noch zurechtkommen. Ich meine, gut, die Reifen werden ja immer repariert. Es qualmt schon vorne. Es qualmt einfach. Ah, jetzt wird's aufzuklären, sehr schön. War nur Wasser. War auch nur weißer Dampf. War noch Kühlwasser, was da. Qualmt, kein Problem. Komm, Stage Win jetzt. Da geht noch was. Kein Problem, ich hab's nicht im Griff, okay. Ich hab's immer noch nicht im Griff, noch eine Barrel Roll. Du merkst es auch, aber, boah, trotzdem nur eine Sekunde verloren. Man merkt es einfach am Force Feedback auch, wie das Auto nach Sprüngen ganz seltsame Sachen macht. Wahrscheinlich hat das halbe... Oh, lag. Wahrscheinlich hat die halbe Belegschaft jetzt gekündigt hier nach unserer Rallye Finnland. Guck mal hier, wie gut wir bei der Musik sind. Der Witz wäre natürlich jetzt, wenn noch einer ausfallen würde am Ende von der Spitzengruppe, dass wir noch aufs Podium fahren. Das wäre ganz, ganz verrückt noch. Ey, das wird nix. Nee, das wird auch nix. Ah, da war der Stage schon auf jeden Fall schon ganz, ganz greifbar nah. Aber jetzt leider verhauen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Aber ich bin echt beeindruckt, was Dirt Rally mit diesem Schadensmodell, wie tiefgreifend das einfach ist, ja. Ich meine, oh, jetzt haben wir wieder einen Plattfuß.
Ich meine, klar, wenn du Plattfuß hast und so, das ist schon echt, das ist schon geil. Aber das ist einfach auch im so nicht wirklich spürbaren Bereich des Autos immer schlechter wird. Und du immer weniger ein Gefühl für dieses Auto bekommst. In so ganz, ganz kleinen, feinen Stufen, das ist echt beeindruckend. Das haben wir irgendwie jetzt in dieser Rallye Finnland zum ersten Mal so richtig kennengelernt. Links 3, halb lang über Kuppe, über Kreuz und Kuppe. 100. Ja, der Puffer nach hinten war groß genug, ne? Jetzt, da ist glaube ich keine Gefahr mehr. Jetzt werden wir hier 20 Sekunden verlieren. Sollte da eigentlich nichts mehr anbrennen. Links 4, halb lang. Kuppe. Rechts 3, lang. Ja, also das Kapitel müssen wir einfach nur schließen und dann nach Wales. Unbeschwert nochmal nach Wales fahren. Wales ist die letzte, ne? Glaube ich, ja. Sehen wir ja gleich. Mal kurz gucken, dann Teamverwaltung und dann sind wir hier mit Finnland erstmal durch. So ein Trauerspielchen. So, da ist das Ziel. Eine grüne Zeit sogar noch gehabt und da ist der Escort völlig im Arsch. Nichts mehr dran. Ja, da ist auch keiner mehr ausgefallen, glaube ich. Nee. Das ist der vierte Platz, aber guck mal hier, der Koppel, ja, whatever, der Demi ist nochmal zurückgefallen, aber ist auch nicht so schlimm. Also gesamtwertungstechnisch sieht es trotzdem immer noch extrem gut aus. Wir haben dann jetzt vor dem letzten Lauf 10 Punkte Vorsprung, sehen wir gleich nochmal die Tabelle. Trotzdem gibt es ein bisschen Geld, ein bisschen ist gut, sogar sehr viel Geld. Wir haben auf jeden Fall auch Team-Updates, Hinweis des Technikers Altman, die Verträge laufen bald aus. Neue Boni für den Teamleiter, das ist schon mal ganz gut. Also wir werden da einige Verträge verlängern bzw. erneuern müssen bzw. neue Leute einstellen. Also, bisher das mit Abstand schlechteste Ergebnis hier für die Masters-Meisterschaft mit Platz 4, was schon okay ist. Ah, guck mal, nicht mal... Oh, also doch nicht so ein großer Vorsprung. Ich dachte, es wäre ein 10-Punkte-Unterschied jetzt sogar. Es ist weniger. Kinley hat dort sehr saftig aufgeholt. Ne? Der hat jetzt 85 Punkte, hat insgesamt schon 3 Rallyes gewonnen. Also der kann auf jeden Fall nochmal sehr gefährlich werden, wenn wir das jetzt mal so rechnen. Ne? Oh, oh... Da müssen wir auf jeden Fall vor Kinley landen. Wenn der nämlich die Rallye gewinnen sollte, dann hat er uns auf jeden Fall im Sack. Weil wir dann nämlich nur 18 Punkte bekommen. Er 25, sprich wir haben 7 Punkte weniger, dann würde er sogar überholen. Oh, das wird aber nochmal richtig knackig. Also ich dachte, dass wir da ein bisschen mehr Ruhe haben beim letzten Event. Aber das wird nochmal knackig. Also Kinley darf auf keinen Fall die Rallye Wales gewinnen und wir werden Zweiter. Das wäre ein Worst Case. Generell, wenn er gewinnt. Also Zweiter kann er ruhig werden, wenn wir dann Dritter werden, das ist alles kein Thema. Ja. Könnte übel werden, Leute. Könnte echt übel werden. Müssen wir Kinley beobachten. Der Rest ist vollkommen egal. Also es kann uns keiner mehr gefährlich werden. Null. Der zweite Platz ist quasi schon sicher in der Masters-Meisterschaft hier mit der Group A, was echt geil ist. Aber Kinley, das wird nochmal ein hartes Duell. Boah. Da muss ich... Oh, der Sprung war krass. Muss ich echt alles geben in Wales, ne? Gucken wir mal, wo es hingeht. Ja. 12 Etappen Wales. Ich sag mal so, Wales bin ich ja um einiges fitter als in Finnland. Deutlich fitter. Auch Schweden und so. In Schweden war ich eh überrascht, dass wir da so gut waren. Ich hab da... Bin da ganz guter Dinge auf jeden Fall. Wales ist kalkulierbar. Wales ist... Mittlerweile echt schon im Kopf ganz gut drin. Ist ja auch die oder die von Anfang an auch mit dabei war. Ja gut, also lass uns mal gucken, wie es beim Team ausschaut. Verträge laufen anscheinend aus. Das sind relativ hoch angesiedelt hier unsere Leute. Und 85, ja die behalten wir glaube ich auch erstmal. Ja komm, wir verlängern mal die Verträge. Ich könnte nichts dafür, dass ich so schlecht war. Beziehungsweise, warte mal, gibt es vielleicht noch einen besseren? Wo steht denn die Gesamtwertung von den Leuten? Ja, die sind alle nicht wirklich besser als die, die wir bisher haben. Ah, geht, hier sind noch mal so ein paar Super Specialists, ne? Die kosten, also hier sind die ganz teuren unten. Für 42 haben wir da noch einen. Aber die sind auch nicht wirklich besser. Die sind zwar in so ein paar Bereichen dann wieder besser als die anderen, aber halt nicht global. Dann, ja, komm, dann... Warte mal.
sind hier die zwei? Achso, das ist der Shifter. Komm, wir verlängern mal die Verträge. Kostet, glaube ich, auch gar nichts, ne? Ne, doch, kostet was. Die haben ja soweit alle schon. Das sind top Leute. Und wir haben einen Bonus noch, den wir noch einsetzen können hier bei ihm. Beim Teamleiter. Da gucken wir mal. Wir haben ja ein Auto mit Allrad. Und ein amerikanisches Auto haben wir ja auch, ne? Ist ja ein Ford. Wir werden dann ja Subaru fahren. Können wir mal schon überlegen. Allrad haben wir ja auch schon drin. Dann können wir ja schon mal... Ja, wir sammeln ja auch jetzt keine Upgrades mehr für den Ford, ne? Das heißt... Ja, wir brauchen ja eigentlich gar nichts mehr für den Ford. Können wir schon mal für den Subaru. Haben wir ja auch schon. Habe ich schon vorausschauend den Subaru hier einmal reingenommen. Ja gut, dann wird es auf jeden Fall auch der Subaru werden bei der nächsten, beim nächsten Umlauf. Ja gut, dann können wir ja... Ach, japanische Fahrzeuge haben wir auch schon, ne? Okay. Gut, dann machen wir dann noch amerikanische Fahrzeuge rein. Und dann ist gut. Hä, warte mal, hä? Ach so. Bonus 3 hat er da auch noch. Hab ich sogar... Ah, okay. Warte mal, das ist mal kurz. Nee, warte mal. Ah, ja. Gut, alles klar. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe Bonus 1 jetzt ersetzt. Was hatte ich denn da drin? Scheibenkleister. Allrad ist noch drin. Amerikanische Fahrzeuge ist raus. Japanische Fahrzeuge ist noch drin. Gruppe A-Wagen. 2000. Ich brauche hier die 2000er-Wagen. Ach, die sind auch schon drin. Subaru ist schon dabei. Okay. Der wird auch Allrad haben. Ja gut, dann machen wir hier wieder amerikanische Fahrzeuge rein. Und bei Bonus 3, da können wir dann ja nochmal Wagen mit Allradantrieb machen. Das 15%, das ist eine Menge Holz, kostet auch 50.000 das Upgrade. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, das hier reinzunehmen. Beim zweiten können wir tatsächlich auch nochmal die japanischen Fahrzeuge reinmachen. Macht dann mehr Sinn schon für den Subaru später. Dann müssen wir es später nicht mehr ändern. Das heißt jetzt für den Subaru schon, dass er um eine mindestens 25% erhöhte Geschwindigkeit bei der Upgrade-Zeit hat. Das ist schon mal sehr geil. Ja, gut. Ja, es macht auch Sinn, jetzt die zu behalten, weil die dann einfach auch irgendwann die zweiten Slots freischalten. Da können wir echt eine Menge Boni reinknallen bei den Autos. Wie sieht es denn jetzt aus bei dem Ford? Ist der denn wirklich schon komplett? Ist der wirklich komplett geupgradet? Können wir uns ja hier anzeigen lassen. Ja, der hat alle Upgrades drauf. Okay, der ist komplett geupgradet. Und dann werden wir ja die F2 Kit Cars überspringen und dann direkt zur R4 Gruppe gehen. Und dann... Ah, warte mal. Ja, genau. Wir werden dann mit dem Subaru hier fahren. Und wir sind noch nicht in den 2000ern. Das habe ich ein bisschen vorgegriffen. Wir sind hier erstmal in der R4 Gruppe, wo wir dann erstmal den Subaru uns nehmen werden. Also, okay. Ja, gut. Soweit der Plan. Und euch ein schönes Wochenende, wie gesagt. Wenn es euch gefallen hat, lasst es euch noch oben da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.